Grafik ist natürlich sehr umfangreich von der Technik her, von Hochdruck, Tiefdruck, Flachdruck. Und dieses einzelne Medium fasziniert immer wieder. Und es arbeiten ja die Künstler auch unterschiedlich. Und dann sieht man diese Vielfalt, diese Palette, die dort möglich ist. Es ist zum Beispiel bei Meutner, der zusätzlich die Radierung hat, die Prägedrucke, alles Mögliche. Münzner mit dem Flachdruck, die Lithografie und andere neue Sachen, der Holzapfel, der also vom Foto über den PC geht, um dann eine Grafik werden zu lassen. Das ist eigentlich immer wieder interessant und man sieht, es gibt immer wieder Neuigkeiten, die nicht nur im Motiv liegen, sondern auch dann in der Ausführung. Es ist natürlich dann so, dass man zu einer Thematik verschiedene Ausführungen sieht. Man sieht eine Weiterentwicklung. Die Mappen sind dann Künstlermappen oder es sind auch Kollektivmappen. Oben von der B53 zu sehen mit 4 Künstlern, mit Fotos, mit den verschiedensten Techniken von der Lithografie über Radierung, über die verschiedenen Möglichkeiten und ja, das entwickelt sich dann so. Druckgrafik hat ihre eigenen Gesetze, sie hat ihre eigene Wertigkeit und es gibt bestimmte Themen und ein Künstler überlegt sich das sehr genau, wie er ein Thema umsetzt und manches lässt sich eben nur in der Druckgrafik realisieren. Zum Glück, junge Leute fangen wieder an zu arbeiten. Es ist auch ein Einstieg für den Sammler. Eine Druckgrafik ist vergleichsweise preiswert. Also da sehe ich auch in der Zukunft noch eine Verbreitung. Nehmen Sie nur gerade Leipzig oder im sächsischen Raum solche Unternehmungen, die Grafikbörse, 100 ausgewählte sächsische Grafiken. Es gibt also eine Vielzahl von Möglichkeiten, wo Künstler mit ihren Grafiken in der Öffentlichkeit ein Publikum erreichen. Und in dieser Tradition oder in dieser Richtung sehe ich auch diese Ausstellung und man kann dem Haus hier nicht genug danken, so etwas zu machen. Déjà-vu-Erlebnis. Ich bringe es einmal einfach auf diesen Punkt. Man kann hier ein Déjà-vu-Erlebnis haben. Man sieht die unterschiedlichsten druckgrafischen Techniken in der Regel in Perfektion ausgeführt. Und das Handwerkliche ist ja das eine. Die Umsetzung, das, was an Kreatürlichen geschaffen worden ist von den Künstlern, auch das ist hier in einem herausragenden Maße zu sehen. Also insofern lohnt es sich wirklich und nicht nur einmal in diese Ausstellung zu gehen, sondern wirklich meinem Hinweis zu folgen, ein zweites, drittes oder auch viertes Mal hier reinzugehen, weil man dann Entdeckungen machen kann. Immer wieder drauf zu schauen, zu sehen, so wie man das auch zu Hause macht. Wer eine künstlerische Arbeit, zum Beispiel eben auch eine Druckgrafik zu Hause hängen hat, er wird sie mitunter jeden Tag neu interpretieren, neu sehen, Neues entdecken, neu für sich befinden. Ja, es ist halt einfach ein Nachdenken, was im Depot ist, sozusagen bei mir. Bei mir ist das Depot der Bettkasten sozusagen oder ein Schrank. Und dann wählt man halt aus
Und hier hat man natürlich noch das Problem mit den Räumlichkeiten, mit den Wänden. Wie kann man was zeigen? Es soll eine Mappe geschlossen gezeigt werden, es können nur Ausschnitte genommen werden. Und das war halt die Auswahl, die nicht einfach war.